Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft, dem Live-Let's Play hier auf diesem Kanal mit mir, dem Kirsch. So, wenn euch das Projekt gefällt, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Wenn nicht, lasst gerne einen negativen da. Schreibt rein, was euch nicht gefällt. Und jetzt nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken und tschüss. Viel Spaß. Tut ja keinen Zwang an. So. Das war bestimmt eine riesen Klickerei. Ja, wenn du 200 Abos gegeben hast, Multi-Account und so, und dann kannst du es ja theoretisch dann entfernen. Du musst ja bloß gemerkt haben. So, jetzt machen wir erstmal den hier. Und dann wird er invertet. Tat ein bisschen weh, aber wir haben sie überlebt. Ach so, wie den Namen umändern, das ist eine gute Frage. Hui, da bin ich jetzt gerade auch ein bisschen überfragt. Ganz minimal nur. So, jetzt haben wir Night Sensoren. So. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie ging das? Oh, es wird gerade nachts. Das wird jetzt bestimmt gleich schön beim Beobachten. Da kann ich mal kurz noch überlegen. Wie ging das mit den Namen ändern? Im Notfall googeln, weil ich kann es dir auch nicht mehr sagen. Ich glaube, da musst du bei der Kontoeinstellung, da musst du den Namen ändern, ich glaube, beantragen. Ich weiß nicht ganz genau. Ich will mich auch nicht festlegen. Entschuldigung. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob der überhaupt an ist. Ja, ist an. Eigentlich musst du halt wirklich in die Kontoeinstellungen gehen bei deinem Kanal. Und dann musst du das umbenennen. So, jetzt bin ich bloß mal kurz am probieren. Hatte ich jetzt das Pluswort genommen? Ich glaube ja. Ob das dann so besser aussieht? Denn es ist halt schade, dass es halt von denen keine Walls gibt. Sehr schade. Sehr, sehr schade, aber okay.
Okay, machen wir noch ein paar Spruce-Zäune. Und vorher können wir noch mal kurz gucken. Ja, okay, ich fall wieder mal ins Loch. Und das wird ja dann noch wieder alles aufgefüllt. Oder vielleicht auch nicht, müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht bloß einen kleinen Streifen lang ziehen. Jetzt mache ich erstmal kurz ein was, weil das sieht auch nicht so. Prickelnd aus. Benjo Denjo muss halt gleich aussehen. Oh gut, ich habe wenigstens noch ein paar Kartensetzlinge bekommen. Ich dachte jetzt gerade, ich habe die komplett ignoriert. Dass wir das halt bloß bis hier vorne erfüllen und dann halt eine Stufe machen, um hier runterkommen, so dass wir auf unsere Farm normal zugreifen können. Aber brauche ich noch ein bisschen Akazien. Holz. Holz, hier Holz. Die Samen müssen weg. Dankeschön. Brauchen wir sogar hier nichts weiter machen. So, gucken wir mal. Also es nimmt langsam wirklich schön Gestalt an. Zwar erstmal nur die eine Seite, aber halt, das ist halt wirklich als längeres Projekt geplant. Vielleicht machen wir dann in dem nächsten Stream da mal ein bisschen was am Tempel. Einmal so weit kommen, wie wir kommen. Da gibt es ja bestimmt noch ein paar Strände, die wir mal so weggraben können. Nehmen wir halt bloß viel zu essen mit. Also das hier ist die Wand. So. So, dann müssen wir gleich mal wieder der Verlobten antworten. Die Arme ist gerade arbeiten. Ist sehr warm.
Na, ich glaube, die waren noch eins verschieben. Sogar um zwei. Oder ich versetze dann einfach bloß noch eins nach hinten. Noch zwei nach hinten. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Das dann halt auch hier schon. Und der Pfeiler. Gut, dass ich hier noch nicht so weit gebaut habe. Sup. Ne, halt hier, da kommt ja wieder weg. Dann kommt nämlich der hier hin. Dann brauchen wir die Stufen und die Slabs. Oh, hep. So, du kommst wieder weg. Dann kommt hier wieder die Trapdoor ran. So, und dann kommt er hier hin. Gut, dass wir hier noch nicht so viel weitergemacht haben. Da kommen die hier wieder weg. Eigentlich brauchen wir dann sogar den nicht da. Gut, ich weiß noch nicht, wie weit ich es hier abtrage. Okay, Monitor, du bleibst bitte an. So, nee, das war da. Falsch herum. Dann geht es sogar hier auf. Ich bin gut. Aber dann kommt die Wand halt dann doch eher hier lang. Aber jetzt müssen wir mal kurz wieder. Ja, drei wegtragen. Ich will das auch nicht so breit haben. Weil zu breit sieht das auch nicht gut aus. Da können wir dann hier dann eine Dreier-Treppe lang machen. Aber das sieht doch mal gut aus. Grüß dich, Jan! Sehr schön, ja. Schön, dass du neu bist. Siehst du mal, das kann dann, glaube ich, auch noch umgeändert werden. Da sparen wir uns nämlich mal ein paar Balken. Ein paar Hölzer. Weil wir müssen erstmal wieder schlafen gehen. Gut, dass wir hier ein paar neue Betten haben. Und danke für dein Abo. Sieh dich ja oben rechts bei 506. So. Für deinen Info, ich streame morgen auch wieder, allerdings nicht Vanilla, sondern ein Modpack, was mir jetzt mal gerade so ins Auge gefallen ist. Also wenn du willst, kannst du ab 16 Uhr reinschauen. Oder halt dann den Stream später mal angucken.
Wie du möchtest, vielleicht mache ich da auch mal noch draußen eine Timelapse. Muss ich mal schauen. Jetzt haben wir ja erstmal hier ein paar Hölzer wieder. 3, 1, 2, 3. 3. Der war gefailt. Und dann halt hier die Treppe hinsetzen. Hallo Mauser Credit. Sehr schön, die Antworten immer. Immer das. So. Dann schauen wir mal weiter hier. Dass wir dann halt hier die Stufe nach unten ziehen. Und halt schon. Ja, doch. Ab hier beginnend. Vielleicht auch wieder mit Slabs. Ich mache jetzt mal bloß ein bisschen Erde hin. Dann muss ich ja sogar hier umbauen. Umdenken. Hier kommt der Streifen lang von den Stone Bricks. Ja, ich falle manchmal gern runter. Sachsen passt. Ich bin der Sachse. Gebürtiger. Aber ich habe zu schnell geantwortet. Moa. Ich habe es nämlich genau gesehen. Ja, ich bin ein Sachse. Und da ist wieder ein schöner Akazienbaum gewachsen. Also mit mehreren Setzlingen macht das hier mehr Spaß. Kommt mal ein bisschen schneller Holz rum. Zip. Dann 1, 2, 3, top. Gut, die können wir ja mal stehen lassen. Sehr gut. Ja, ist ja nicht verboten, jemanden am Akzent zu erkennen. Da kommen die halt doch wirklich hier weg. Da kommen schon mal hier die Stone Bricks hin. Da ich noch nicht ganz genau weiß, wie tief wir hier buddeln. Oder eigentlich schon bis dahin. Oder? Ja. Genau bis hierhin. Da wird hier drüben das alles noch abgetragen. Und da kommt da drüben dann unser. Machen wir hier einen kleinen Teich hin. Da drüben machen wir dann der Strandhütte mit Angelsteg und Bootsanlegesteg. Ich fahre hier gerne runter. So, nicht wieder runterfallen. Na bitte schön mit der Axt, nicht mit der Spitzhacke. Autsch. Das hätte im realen Leben auch weh getan. Zip, zip, zip. Gut, dass wir noch ein bisschen Steine haben, sonst wären wir jetzt ein bisschen aufgeschmissen gewesen, aber sind wir nicht.